Tradition, also wirklich Anfang Januar, meistens ist es der 5. Januar, dass wir dieses Training machen. Ich finde es einfach geil. Einfach ist es ein guter Start
um die ganzen Lippen, Plätzchen und Marzipan wegzutrainieren. Aber auch die Vorsätze, die wir haben, um zu unterstreichen. Aber schlussendlich dient das Ganze dem Sport. Und was ganz wichtig ist, unsere Freundschaft, die wir hier pflegen, zusammen mit den Jungs und Mädels von Fitness weiter. Und natürlich auch unser Team. Und ich finde es einfach herrlich, auch wenn es für mich heute sehr, sehr stressig war. Ich wollte mir das auf gar keinen Fall nehmen lassen, heute da zu sein. Und ich bin sehr, sehr glücklich und sehr dankbar an jeden Einzelnen von euch, die hier waren, die mit uns dieses geile Training gestartet haben. Vielen Dank von meiner Seite, von unserer Seite. Meister Dino, ich mache das ganz kurz. Bitte setzt euch schön hin, atmet aus, nehmt schon Platz. Also ich habe mir erlaubt, weil Tommy ist so ein geiler Typ, so ein netter Kerl und es ist höchste Zeit. Aber Phil, ich bin noch einer. Du bist nächstes Jahr. Also, wir haben hier den Tommy Punch. Okay? Einer der besten Trainer, wo ich kenne. Einer der besten Pratzenleute, wo ich kenne. Wo ich meine WM-Vorbereitung hatte, durfte ich mit Tommy auch ein, zweimal die Pratze an der Pratze trainieren. Von meiner Seite zu. Weil ich habe gesagt, Tommy, bitte ein, zweimal brauche ich es auch allein von der Birne, vom Kopf stark zu sein, dass du irgendwo anders sagst, ich habe mit Tommy trainiert. Das ist wichtig. Und es ist höchste Zeit, dass du das bekommst. Ich möchte das dir verleihen als Anerkennung für herausragende Dienste im Kampfsport, den Ehrendan im Karate, wow. Der Fitnessreiner. Wow. Jetzt bin ich auch da und träge aufpassen. Ne? Keine Fähigurkunde, ne? Das ist der erste Ehrendan, was man haben kann. Eine geile Sache, okay? Alle, ich habe es alle weg. Okay. Jetzt kann ich sagen, ich habe einen Dan. Also, wir gehen weiter. Einer der wenigen Menschen, die ich auf der Welt kenne, wo nicht nur ein spektakulärer Kämpfer ist und war, und auch mal ein geiler Trainer ist. Wir kennen es oft vom Fußball oder irgendwie die geilste Trainer der Welt, beschissene Fußballer gewesen. Oder spektakuläre Fußballer, Katastrophentrainer. Gökhan Arslan ist einer der wenigen, wo beides kann. Nicht nur weltbewegender Kämpfer, auch Weltmeister der Titel geholt. Es gibt auch diese Trainingsweltmeister. Hier drin spekt, die machen was sie wollen. Fuß links, Fuß rechts, alle Techniken der Welt. Kommst im Ring, Herz geht los, man vergisst eines. Aber das umzusetzen, was man hier kann, am Gegner machen, das ist, glaube ich, das Schwierigste, was es gibt. Was du hier erlernst, am Gegner. Gökhan hat es mehrmals bewiesen, dass er es mehr als besser kann als alle anderen. Er war derjenige, der mir gesagt hat, Junge, du kannst alles. Du hast mir mehr als Motivation gegeben, mit mir Tommy zusammen, aber die Ehre ist jetzt dir gegönnt. Bitte steh auf. Du hast jetzt meines Erachtens auch den Ehrendan im Karate. Somit erst einmal. Und ein bisschen Egoismus muss ich auch noch spielen lassen. Willst du auch einen Ehrendan? Nee, es gibt noch einen Mensch, der macht die ganze Kacke, was ich immer mache, macht immer mit. Bereist die Welt mit mir, geht auf die Turniere, macht alles, was ich sage, das machen wir auch noch. Muss ich auch ehren. Lili, kommst du vor? Ah, das ist meine Frau, das ist die Lilly. Du kriegst nicht den Ehrenamt, sondern die Urkunde als beste Frau der Welt. Nochmal, also ist es, ich weiß nicht, wir haben jetzt hier Spitzentrainer, hier zwei, drei kriegen wir es ja nicht, okay. Aber es muss so sein. Vielen Dank für alles. Danke. Zeichenfeldner. Hallo, die Wahrzeichen so. Letzte Wort an Tommy war nicht da. Nochmal, ich wollte mich auch wieder nochmal an Tommy nochmal herzlich bedanken. Vor sechs Jahren, fünf Jahren, wo der mir geglaubt hat und mir gesagt hat, ich bin dabei. Und in diesen fünf Jahren, der mir der Rückendeckung gegeben hat, wie unvorstellbar es mit mir durchgemacht hat und auch dieses immer.
Tage machst. Aber vielen, vielen Dank nochmal für euch. Ich bin stolz, so eine Persönlichkeit als Bruder, als Trainer, als einen Mensch habe. Und ich bin einfach sprachlos. Vielen Dank nochmal. Wir hatten damals nichts zu verlieren, aber haben heute alles gewonnen. Und wir haben euch gewonnen und wir haben etwas Gutes geschaffen. Und darauf werde ich immer stolz sein, auch wenn ich die Mist gemacht habe. Aber auf das werde ich immer stolz sein. Größte Urkunde, was ich aufhängen würde, auf jeden Fall für mich. Ich habe da kommt was anderes. Hat er zu weg, der drauf. Meine WM-Gürtel, die alles hin und her. Man kann Weltmeister werden, man kann alles werden, aber ein Mensch sein mit dem Herz, es ist schwierig. Deswegen ich bin dankbar, dass ich so eine große Persönlichkeit sowas bekommen habe. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Also, Beine schließen. Wichtig ist Anfang und Ende von allem. Ende. Begrüßung. Ade, tschüss, Prost.